Nun, ich möchte Ihnen zeigen, wie sich dieses Verhältnis, die Zuordnung und auch in gewisser Weise die Einheit dieser beiden Bereiche ergeben hat, nämlich in den Anfängen der Philosophie, in den Anfängen der abendländischen Philosophie, das heißt bei den Griechen. Nun, in der griechischen Antike kann man sagen, erwuchs das philosophische Nachdenken in einer Reflexion über die Religion. In gewisser Weise ist eine Art von Reflexion, die dann auf das Philosophische hinweist, bereits in den Religionen enthalten. Das zeigt sich in Griechenland so, dass man sich sagte, also diese verschiedenen Göttergeschichten, die der eine Ort so erzählt, der eine Ort anders erzählt, das eine griechische Volk so, das andere anders, diese verschiedenen Kulttraditionen. Was haben denn diese Götter miteinander zu tun? Offenbar ist es so ein göttlicher Bereich, der irgendwie zusammengehört. Homer in seinen bekannten Epen, die Ilias und die Odyssee, zeigt uns eine Götterwelt, eine sehr bunte Götterwelt, aber diese verschiedenen Götter, die natürlich aus verschiedenen Traditionen stammen, sind da vereint in einer Familie am Olymp und der Göttervater ist Zeus. Also ein Versuch, diese Göttervielfalt schon irgendwie zusammenzuordnen. Ein anderer großer Dichter, etwas später als Homer, in seiner Theogonie, nämlich Hesiod, erzählt uns die Göttergeschichte als ein Entstehungszusammenhang. Aber es ist auch ein Versuch, Einheit in diese Göttervielfalt zu bringen. Er spricht von einem Anfang, das war die Leere, das Chaos. Chaos, das kommt von Chasko, Gähnen, der gähnende Abgrund, gleichsam das Nichts, aber irgendwie ein schöpferisches Nichts, aus dem dann die verschiedenen Götter entstehen. Zunächst einmal aus diesem Chaos entsteht Eros, also Liebe, aber auch Nacht und Licht, Unterschiede, Zusammenhang und dann zunächst einmal das, worauf wir stehen, Gaia, die Erde. Und Gaia gebiert aus sich heraus ihren großen Gegensatz, den Himmel, Uranos, und aus der Ehe, also aus der Vereinigung von Erde und Himmel, entstehen dann die anderen Götter und Göttergenerationen, zunächst Kronos und schließlich Zeus, der dann am Olymp die Götterfamilie begründet. Also wir sehen, dass in der Religion eine bestimmte Reflexion beginnt auf Zusammenhang, auf Entstehung. Und das sind sagen, die Anfänge einer philosophischen Reflexion. Das zeigt sich dann weiterhin so, dass die Griechen beginnen zu fragen, wie lässt sich denn überhaupt über einen allgemeinen Ursprung, über einen Ursprung, der alles umfasst? Also eigentlich das, was genau die Religion und diese Göttergeschichten zum Thema haben, wie lässt sich darüber so sprechen, dass wir eben nicht mehr in bestimmten Göttergeschichten darüber sprechen, sondern so, dass alle es verstehen können. Alle, auch andere Völker. Und die Griechen haben ja durch ihre Kolonien Kontakt mit verschiedenen anderen Völkern. Sie sind sozusagen ganz interkulturell ausgerichtet durch ihre Kolonien. Und deswegen entsteht nicht im Kern Griechenlands, sondern in den Außenbereichen. Dort, wo man den anderen Kulturen auch begegnet, nämlich in Kleinasien, an der Westküste Kleinasiens und in Unteritalien, entsteht ein neues Fragen nach dem Allgemeinen und dem allgemeinen Ursprung. So, dass es nun alle verstehen können. Und wie können es alle verstehen? In den Begriffen, ja, die alle kennen. Und das sind zunächst einmal Begriffe,
die aus der Anschauung genommen werden. Und so wird die Frage nach dem Ursprung zunächst einmal ganz abstrakt gestellt. Einfach die Frage nach dem allgemeinen Ursprung, das Wort dafür im Griechischen ist Archä. Und die Antworten, die darauf gegeben werden, werden gegeben mit dem, was in gewisser Weise jeder begreifen kann und jeder sehen kann. Da sagt Thales, ja, das ist doch das Wasser, aus dem alles Leben kommt. Wo Wasser ist, da ist Leben. Und in der Wüste ist nichts, weil da kein Wasser da ist. Ein anderer sagt, nein, das ist doch das, was wir Atem nennen, also die Luft, das, was auch Leben spendet. Also alles kommt eigentlich aus dem Atem oder aus der Luft. Ein anderer sagt, nein, es ist die Kraft, das Feuer, das der Ursprung von allem ist, die Archä, aus der sich dann alles differenziert. Und wenn man nun das Erste nennt, das aus dem Chaos hervorgeht, Gaia, die Erde, dann haben wir schon die vier klassischen Elemente, also Luft und Wasser, Feuer und Erde, die das, was bis ins 19. Jahrhundert dann als die vier Elemente auch eine Grundlage der Naturphilosophie war. Also so sprachen die Griechen über diesen allgemeinen Ursprung. Aber wenn die Vernunft und die Reflexion einmal begonnen hat, dann hört sie nicht auf. Ein Philosoph, Anaximander, sagt, diese Begriffe, in denen die Archä, dieser Ursprung gedacht wird, das ist noch zu anschaulich. Das ist noch zu anschaulich. Da steht ein Bereich neben dem anderen. Wasser ist eben nicht Erde und so weiter. Also das Allgemeine, das Erste, muss noch anders zum Ausdruck gebracht werden. Und er hat den Begriff Aperon dafür. Im Griechischen Peras, die Grenze, Aperon, einfach das Unbegrenzte. Die Archä, das ist einfach das Unbegrenzte. Und ein anderer Philosoph unter Italien, Xenophanes, knüpft nun an diese Reflexion über das Eine, aus dem alles stammt, so an, dass er sagt, von daher ist aber nun auch die Religion zu betrachten und sie ist auf einen vernünftigen Gehalt zu bringen. Was ist denn eigentlich das Göttliche? Ja, da spricht man von diesen vielen Göttern und erzählt da irgendwelche Geschichten, aber das sind doch nur unsere Vorstellungen, unsere Projektionen. Das Nachdenken führt zu dem, was der eigentliche Gehalt des Göttlichen ist. Und so ergibt sich bei Xenophanes eine Sicht der Religion, die einerseits kritisch ist, sehr kritisch sogar, und andererseits eine Erneuerung der Religion durch Vernunft und durch Philosophie. Ich kann Ihnen da einige Zitate vorlesen, die auch ganz amüsant sind. Xenophanes sagt, die Äthiopier behaupten, ihre Götter seien stumpfnasig und schwarz, die Thraker blauäugig und blond. Die einen sagen das über Gott, andere sagen wieder etwas anderes. Und dann dieser ironische Satz, wenn die Rinder und Pferde und Löwen Hände hätten und mit diesen Händen malen könnten und Bildwerke schaffen, wie Menschen, würden die Pferde die Götter abbilden und malen in der Gestalt von Pferden, die Rinder in der von Rindern. Und sie würden solche Statuen meißeln, ihrer eigenen Körpergestalt entsprechend. Das heißt, die Religion besteht weitgehend aus Projektionen. Nun, wir kennen diesen Begriff aus der Neuzeit. Feuerbach hat gesagt, überhaupt die Religion ist eine große Projektion. Aber bei Xenophanes ist das anders. Er entlarvt die Religion, die religiösen Vorstellungen als Projektionen, aber mit dem Ziel, die Religion zu erneuern, zu vertiefen, zu einem Gottesbegriff zu kommen, der Vernunft standhält. Das heißt, zu dem alle zustimmen können, aus welcher Kultur und überhaupt woher sie kommen. Und diese Allgemeinheit,
diese Allgemeinheit der Verständigung über das Allgemeinste und Grundlegendste, das ist Vernunft. Und damit ist in einer Reflexion über Religion, über religiösen Gehalt, das entstanden, was man im Abendland Vernunft nennt. Nun, der Xenophanes kommt dann zu einem Gottesbegriff, der ein sehr erhabener Gottesbegriff ist und der sich eigentlich schon an den Monotheismus annähert, wenn er sagt, ein einziger Gott ist unter Göttern und Menschen der Größte, weder dem Körper noch der Einsicht nach den sterblichen Menschen gleich. Als Ganzer sieht er, als Ganzer versteht er Noé, denkt er, kann man sagen, kann man übersetzen, als Ganzer hört er. Immer verbleibt er am selben Ort ohne irgendwelche Bewegung, denn es geziemt sich für ihn nicht, bald hierhin, bald dorthin zu gehen, um seine Ziele zu erreichen. Die Göttergeschichten erzählen ja, dass der Zeus mal dahin geht und mal dorthin geht und dort die Opfer entgegennimmt und dann wieder ein anderes Land geht, an einen anderen Ort. Das ziemt sich nicht, von Gott zu sagen, wenn man Gott ernst nimmt. Und ernst nehmen heißt nun, ihn eben vernünftig verstehen zu wollen.